Hofreport aus Lengerich in Niedersachsen. Bereits dreimal haben wir in diesem Jahr aus dem Hähnchenstall von Beate und Alfons Eilers berichtet. Haben einen Durchgang mit 78.000 Tieren begleitet, vom Einstallen bis zum Vorfang. Heute schauen wir in die Sauenhaltung des Betriebes hinein. Rund 190 dänische Sauen gehören zurzeit dazu. In diesen Tagen gibt es wieder neue Ferkel. Die Eilers arbeiten im 3-Wochen-Rhythmus und das seit gut 20 Jahren. Abgesetzt wird immer freitags, ein etwas ungewöhnlicher Zeitpunkt. Bei den dänischen Sauen können wir es aber machen, da die Sauen meistens etwas übertragen. Einige Sauen ferkeln nur am 115. Tag, die meisten mit dem 116. Tag. So haben wir zwar sonntags Abferkelungen, da die Sauen aber relativ selbstständig sind und wenig Arbeit in der Abferkelung verursachen, gibt das eigentlich kein Problem. Pro Sau und Jahr werden gut 29 Ferkel abgesetzt, eine stolze Zahl. Die dänischen Sauen bringen ohnehin eher größere Würfe zur Welt. Im Durchschnitt sind es 14,5 bis 15 lebend geborene Ferkel. Alfons Eilers führt das Ergebnis auch auf die gute Kondition seiner Sauen zurück und auf den konsequenten Wurfausgleich. Überzählige Ferkel setzt er an Ammensauen. Wir brauchen bei einer Abferkelgruppe meistens so 2 bis 3 Sauen, eventuell auch mal eine 4. Sau, die als Amme genommen wird. Ammensauen sind meistens Schlachtsauen, so sie dann ein vernünftiges Gesäuge haben und von der Kondition noch so weit fit sind, dass sie es reißen können. Wenn keine entsprechenden Sauen da sind, dann nehmen wir auch wohl eine andere Sau, die konditionell fit ist, gut in den Knochen ist, wo die Schultern vernünftig sind. Und die macht uns dann halt nochmal so einen Sprung Ferkel groß. Wichtig sei es aber auch, die Würfe untereinander auszugleichen. Direkt nach dem Abferkeln schaut er nach der passenden Stückzahl der Tiere an einer Sau. Die erste Möglichkeit, eine Amme anzusetzen, ist dann der Montag oder Dienstag danach. Da wird dann eben eine Sau aus der Vorgruppe wird abgesetzt und die größten Ferkel der neuen Gruppe kommen an die Ammensau. Und dann kommen die kleinsten Ferkel der neuen Gruppe an die Sau, die dann eben frei geworden ist. Also eine Ammensau, die angesetzt wird, hat mindestens zur Folge, dass 30, 35 Ferkel versetzt wird. Heute ist ein Montag nach dem Abferkeln und die Auszubildende der Eilers ist bereits mitten bei der Arbeit. Obwohl Elisabeth erst seit Ende Juli im Betrieb ist, muss sie schon sehr selbstständig mitarbeiten. Darauf legt ihr Chef viel Wert. Ich darf eigentlich die Arbeiten eigenständig übernehmen. Das gefällt mir sehr gut. Also hauptsächlich bin ich hier im Abferkelstall tätig. Morgens gehe ich auch als erstes hier hin und fütter hier. Ja, und wenn die Abferkelungen sind, mache ich hier die Erstbehandlung. Zu einer Erstlingsbehandlung gehört hier im Betrieb das Kopieren der Schwänze und das Abschleifen der Zahnspitzen, um Verletzungen zu vermeiden. Eine Eisenspritze soll die Blutbildung der Ferkel stabilisieren. Ein injiziertes Antibiotikum verhindert Nabelinfektionen sowie Gelenkprobleme und bietet den notwendigen Schutz für die Kastration am darauffolgenden Tag. Die Sauen bekommen zu diesem Zeitpunkt noch das Futter aus dem Wartestall. Das ist sehr gut verdaulich. Verstopfung nach dem Abferkeln gibt es hier im Betrieb nicht. In Sachen Impfung erhalten die Ferkel bei Alfons Eilers nur noch den Schutz gegen das porzine Zirkovirus Typ 2. Die sogenannte Zirko-Impfung setzt er seit 4 Jahren erfolgreich ein. Gegen PRRS, das porzine reproduktive und respiratorische Syndrom, impft Eilers seit einem halben Jahr nicht mehr. So sind wir hingegangen, haben unsere Ferkel regelmäßig untersucht, wo die Infektion stattfindet, wie der Titer liegt. Und letztendlich haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt und dem Berater vom Ferkelerzeugerring Lengerich entschlossen, dass wir die Sauen etwas straffer impfen, um einen vernünftigen Impfschutz in der Herde zu haben. Schließlich konnten die Impfungen der Ferkel gestrichen werden, weil PRRS in der Herde keine Rolle mehr spielte. So viel nun von heute aus Lengerich. Was erwartet uns beim nächsten Hofreport von hier? Wir berichten, wie die Eilers den Betrieb auf die Gruppenhaltung der Sauen umgestellt haben und wie sie ihre Jungsauen halten.